Was sollten unsere Kinder können? Also wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass wir um Kompetenzen bemüht sind. Also wie man schneller liest, wie man besser sich was merkt und so weiter. Aber Schule oder die Ausbildungszeit ist eigentlich noch viel mehr. Und ich glaube, wir holen uns jetzt mal ein paar Kompetenzen dazu oder ein paar Eigenschaften. Das erste und die wichtigste Eigenschaft, und die soll erhalten bleiben, ist die Neugierde. Kennt ihr noch die Kinder vor der Schule? Da waren sie neugierig. Wie funktioniert eine Wolke? Wie geht eine, was, warum kann eine Fliege fliegen? Warum, wie viele Beine hat ein Schmetterling? Und weiß ich was alles. Die waren neugierig. Die haben uns Löcher im Bauch gefragt. Und dann kommt die Schule und sagt, pass auf, du lernst jetzt nur das, was ich dir sage. Ah ja, Drogen, nicht? So, dann sind sie kreativ. Mensch, die Kinder sind so kreativ. Meine Enkel waren meine Coaches. Wenn ich zum Beispiel Lernmethoden entwickelt habe, dann habe ich denen auf die Finger geguckt, wie funktioniert bei denen Lernen, weil das Kreative bei ihnen absolut da ist. Und dann gewöhnen wir es ihnen ab. Nein, wir müssen es erhalten. Hilfsbereit sein. Los, ich kaufe. Gegenseitige Achtung, natürlich. Mobbing ist immer irgendwo im Gespräch, aber es geht auch genau ins Gegenteil. Also wir können sowas auch natürlich produzieren. Also Entdeckerfreude. Lasst die Kinder etwas entdecken. Ich muss ihnen nicht alles vorgeben. Ich habe das mit einem Rätsel zum Beispiel gemacht und meine Kinder aus der 7. Klasse haben praktisch die Datumsgrenze erfunden, wofür 100 Jahre lang Geowissenschaftler gegrübelt haben, wie man das machen könnte. Meine Kinder haben das innerhalb von einer Stunde entwickelt und haben wirklich gesagt, Mensch, das müsste man doch so und so machen. Er sagt, genial, absolut genial. Sie brauchen ein Selbstbewusstsein. Man muss sie an ihren Erfolgen zählen und nicht an ihren Fehlern. Wir haben so eine schreckliche Fehlerkultur in Deutschland. Also lasst ihnen bestimmte Dinge, wo man sagt, Mensch, das hast du toll gemacht. Also ehrliches Lob, nicht? Also, und wenn das wirklich toll war, dann wachsen die natürlich. Ich habe ein Kind in einem Mathe-Seminar gehabt, was totale Angst vor Mathe hatte und am Ende so selbstbewusst aus diesem Seminar rausging, dass das konnte man aus allen Poren spüren. So, was haben wir noch? Sie müssen auch über das, was sie geleistet haben, stolz sein dürfen. Ja, nicht also sagen, naja, hättest du noch ein bisschen besser machen können. Also ich als Erwachsener hätte das viel besser gemalt und sonst was. Nein, sagt, super, hätte ich dir nie zugetraut. Das ist eine ganz coole Sache, Mensch. Und dass du das gemacht hast. Und weißt du was? Beim nächsten Mal kriegst du die Verantwortung dafür. Und du leitest nachher die Gruppe an. Das machst du super. Zum Beispiel auch, wenn man Schülercoach ist. Erfindergeist. Lass die Leute einfach kreativ sein. Lass sie zum Erfinder werden. Gebt nicht alle Lösungen vor, denn irgendwann gibt es ja ein paar Dinge, die müssen ja erst noch erfunden werden. Anerkennung. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Sie müssen selbstständig denken können. Selbstständigkeit. Was haben wir noch? Alle Kinder sind talentiert. Es gibt ja auch welche, die sagen, die meisten sind hochbegabt. Vor allen Dingen, wenn sie noch nicht zur Schule gekommen sind und dann irgendwie gewöhnen wir es denen dann ab. Also talentiert sein dürfen und sie auch nach ihren Talenten fördern. Ja, also es gibt Schulen, die haben 80 Arbeitsgemeinschaften und da kann man immer irgendwas finden. Aber auch innerhalb des Unterrichts kann man eine ganze Menge machen. Und wenn ihr sagt, okay, also mein Kind muss zur Musikschule, es muss zum Sportverein, es geht noch in den Zirkel freies Schreiben, dann haben wir das, dann verplant ihr diese komplette Freizeit. Sie müssen auch Freiräume haben. Das natürlich, also das wäre das Gegenteil. So, individuell sein dürfen. Nicht alle müssen das Gleiche und auch nicht alle müssen auf die gleiche Lösung kommen oder die gleiche Meinung haben. Also lasst sie entsprechend individuell sein. Lasst ihnen ihr Selbstvertrauen. Ja, Selbstvertrauen stärken, ganz wichtig. Was den Kindern ganz häufig verloren geht und uns Erwachsenen in der Regel, nachher am Ende auch, ist Staunen. Man muss ja noch mal staunen dürfen, nicht? Also was ich ganz schrecklich finde im Internet zum Beispiel, also Zaubertricks erklären. Guck mal, so macht der Zauber. Ne? Nee, lass doch diesen Flair so nicht. Oh wow, was der jetzt gerade für einen Trick gemacht hat, der war ja Wahnsinn. Der kann ja wirklich zaubern. Nein, so war das gar nicht, der hat geschummelt. Schrecklich.
So, Wissensdurst. Ach du großer Schreck, da spreche ich was an, was? Wissensdurst entwickeln. Na klar, Wissen zu lernen, also Wissen sich anzueignen, ist richtig cool. Aber man muss es auch vorleben. So, was haben wir noch? Hochbegabt sein dürfen. Ach du großer Schreck, was? Also alle Eltern, die Kinder haben, die hochbegabt sind, die wissen, wovon ich rede, weil unser Schulsystem leider nicht für die Hochbegabten gedacht ist. Irgendwie sind die nicht dafür gemacht. So, die wissen nach innerhalb von 2 Minuten, worum es geht in der Stunde und dann haben sie es geschnallt und anschließend lernen sie nicht mehr, weil es ihnen langweilig ist. Also muss man für die Hochbegabten anderen Lernstoff haben, weiterentwickeln, gibt denen Verantwortung. Lass die Mindmappen. Also ich habe zum Beispiel schon viele Hochbegabte trainiert und da war es wichtig, ihnen Lernmethoden an die Hand zu geben, die eben verhindern, dass es langweilig wird. So, was haben wir denn noch? Ich verkaufe euch noch. Da. Lebenslange Lernfreude. Das wäre es, oder? Wenn wir das hinkriegen könnten, dass unsere Kinder aus der Schule gehen und sagen, Mensch, die Schule war richtig cool. Es macht so einen Spaß, ich werde mein ganzes Leben lang lernen. Und wisst ihr was? Es wird so sein. Nicht unbedingt mit Freude, aber dass sie ihr Leben lang lernen müssen, das wisst ihr natürlich längst. So, und das Wichtigste überhaupt, wenn Kinder aus unserer Schule sind, sie müssen glücklich sein. Das ist mein Credo. Euer Jens.